Jawohl. Alles klar, ich lege zwei runter. Jawohl. Bei mir gehen die drei runter. Eins, zwei, drei. Zack. So. Und dann legen wir los, sagst du. Ja. Dann mache ich mal Island, Mox Diamond, Discard City, Go. Rocket Burn. Dann spiele ich mal so Nanda Waste. Wäre auf 19. Spiele eine Kabeltherapie. Und sag mal Gosh. Psychotalk. Ah, das hätte ich auch fast genommen. Du bist dran. Dachte ich erst, aber ich dachte, ah, der ist ja eh nicht gefährlich gerade. Ja, das stimmt. Dein Zug. Wald oder Flotte? Träger? Flashback Ball auf Strecke Dock. Ja, siehst du noch einen Gasch? Eieiei. Du bist da. Dann bist du dran. Warte, abgibt. Ja, alles gut, mach mal. Eis. Dann spiele ich Wall of Roots und gebe zu dir ab. Dann würde ich End of Turn mal gucken, was du so machst. Zwei Blast zu dir, eine Wall of Roots, ein Yavin Maya Elder. Oh, unglücklich. Ziehe ich mal eine Karte. Und dann gehe ich in meinen Zug. Zieh mal Ja. noch eine Karte. Dann habe ich hier noch so eine Insel. Und bin auf Go. Draw. Dann lege ich einen Sumpf Das ist unglücklich. und blaste der. Dann würde ich mal zwei blaue floaten und Ja. mal so ein Gast spielen. Resolve. Zwei ziehen. Ja, dann hast du da so ein mächtig dickes Blastoderm am Und dann Start, bist du würde dran. ich sagen. Mache ich End of Turn mit meinem Mana noch irgendwas Sinnvolles? Ist die Frage. Ja, tatsächlich eis ich dir so eine Mauer mit den zwei blauen, die ich floaten habe. Alles Und klar. zieh noch meine Karte. So, dann gehe ich in meinen Zug, ziehe. Dann. Da kommt der, da kommt der. Dann muss ich tatsächlich eine Quirion-Dryade legen und gebe Ja, den Zug ab. dann haben wir hier einen Schwund. Angriff für 5. 15. Dann noch ein Blast zu dem direkt hinterher. Das hast du. Und dann bist du dran. Karte ziehen. Uff. Island legen. Dann mache ich mal ein Portent auf mich. Ja. Eins, zwei, drei. Ah, oh, der ist okay. Dann geht das mal wahrscheinlich so an den Start. Ja, eins, zwei, drei obendrauf. Dann kann ich das machen, kann das machen. Zieh die zwei, ja. Dann gehen wir mal in deinen Zug. Und Abgibt. ich ziehe eine. Dann, genau. Abgibt für 10. Gerade noch mal gucken. Ich glaube, die muss ich tatsächlich noch mal fressen. 5. Wie lange kann das so? 4. Ja, okay. Lege einen Sumpf, nehme einen Schaden, geht aber auf 18 und versuche einen Giri-Balu.
Den würde ich tatsächlich mal counterspellen. Alles klar. Da bist du dran. Ziehe ich eine Karte. Die kenne ich tatsächlich schon. Habe hier einen Flooded Strand. Und für drei nehme ich nochmal so einen Psychotalk dazu. Ja. Habe zwei Handkarten. Bin Die auf Reale darf gar Go. noch einmal Die wachsen, ne? kriegt jetzt noch eine, genau. Zack. Und dann bist du dran. Antipp 01 Draw. Wie viele Karten hast du im Friedhof? 2, 4, 6, 7 aktuell. 7. Okay, das heißt, ich kann Fetchland sehr aggressiv. potenziell 8. Okay, potenziell 8. Okay, das heißt, ich würde für 1, 2 würde ich ein Smother auf den Psychotalk zocken. Dann müsste ich mal zwei blaue Floten unten, Quatsch, zwei blaue Floten, zwei blaue auf die Hand nehmen und einen Ja, Gash spielen. Resolve. Zwei Dreade Karten kriegt noch einen ziehen. Counter, ne? Dryade kriegt noch einen vierten Counter, genau. Ja, und dann hat mein Psychotoken Smother gefressen. Und dann greife ich mit den beiden Biestern an. Und dann habe ich leider nur 10 Leben und die reichen nicht aus. Da haben wir auch noch ein ganz schön gefährliches Spiel hingelegt, dafür, dass wir in Summe fünfmal jetzt hatten. Ja. Ja, das Smother war dann an der richtigen Stelle. Ja, sonst wäre es echt kritisch gewesen, ne? Hast du das von Anfang an oder hast du Nee, es das von kam oben von oben. gekriegt? Ja, okay. Das ist ganz schlecht. Ja. Ich hatte dann zu viele Gashes am Ende. Ja. Ja, Kommt dann man nicht brauche ich auf hinterher, jeden ne? Fall. Nee, 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 irgendwann ist dann zu Ende. Frage ist, was will ich jetzt alles haben und was nicht? Ich glaube, den möchte ich noch. Ich glaube, davon zweites und die beiden. Rest ist, glaube ich, Schmuck. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ja. Und schon hat es mich überzeugt, dass Peak scheiße Weil es nicht tief genug ging, oder was? ist. Ja, weil es nicht tief genug ging und das, ja, ich weiß nicht. Für mich ist das so eine Nullsummenrechnung mit dem Ding. Ich finde es einfach nicht gut genug. Ja, ist schwierig, ne? State of Hand ist schon ganz gut. Ja, und es ist halt, in einer Situation ist es gut. Und das ist, wenn du es Turn 1 hast und Turn 2 einen Meddling Mage legen willst und nicht weißt, was dein Gegner macht. Dann ist es gut. In allen anderen Situationen ist es eigentlich scheiße. Ja, ist schon zeigt oft einfach nur, ne? Tja, ich glaube, ich möchte das tatsächlich so machen. Gucke dann mal, was passiert. Ja, aber ich wollte gerade sagen, dafür, dass wir 4 und 5 Handkarten hatten, war es doch okay. Auf jeden Fall. Ich würde auch noch mal starten. Alles klar. Ja, und bei der letzten Hand habe ich dann tatsächlich Mox, Psychotalk und Länder gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, dann packst du halt ein paar Länder drunter, versuchst einen Psychotalk hinzuschmeißen und kriegst vielleicht von oben dann mal was anderes als Länder. Ja, sehr gut verstehen. Hat grundsätzlich funktioniert, aber nicht schnell genug. Ja. Das Keep. Das geht schnell.
Bin ich dabei. Okay. Dann starte ich mit Island und go. Dann lege ich einen Sumpf. Kann ich auf dich. Response opt für mich. Ja. Geht runter. Zieh eine. Und muss kurz überlegen. Ja, dann sag mal was. Meddling Mage. Meddling Mage, Treffer. Ja. Lässt du liegen, muss ich aufschreiben? Bitte? Willst du Lass ich gerade liegen? liegen. Alles Ja, klar, dann bist du dran. lass ich liegen. Karte ziehen. City of Brass, Quirion Dryade, 19 und go. Genau. Dann gibt es bei mir eine Factory und dann bist du dran. Mit 6 Attacken. Okay. Karte ziehen. Was mache ich jetzt mit den beiden? Ich glaube, ich mache Island. Mache zwei in Pool. Mach mal so ein Gasch. Ups. Ja, darauf reagiere ich mal. Doch nicht. Reserved. Okay. Zack, zwei Karten. Okay. Kannst du einmal mit Steuerung R reinkommen wieder, weil dein Bild gerade so ein bisschen kriselig wird? Ja, warte. Perfekt, danke dir. Da bin ich wieder. So. Hab noch zwei Mana floaten. Würde dann einen Mox Diamond reinlegen Ja. eine Insel discarden. Und würde dann mal in den Attack gehen. Ja. Und mal attacken. Kein Block. Dann bist du dran. Dann spiele ich eine Messingstadt und dann bist du dran. Im Ziehe ich eine Upkeep. Karte? Ja. Passiert nichts. Dann ziehe ich. Ja. Dann lege ich hier so eine Insel hin. Muss gerade noch mal querchecken, was hier jetzt so auf meiner Hand los ist. Du kanntest nur noch das Daze, ne? Ich glaube ja. Ja, müsste so sein. Genau, die zwei kamen aus dem Gasch. Das war der erste, das war der zweite Draw. Ja. Angriff. Kein Block. Dann noch mal zwei. 16. Dann bist du dran. Dann im Endstand Smother drauf. Dann würde ich mal Daze spielen. Ja, würde ich einmal zahlen, dabei auf 15 gehen. Dann würde ich mal ein Daze spielen. Alles klar, das kann ich jetzt. Dann bist du dran. Tap. Draw. Wurzelmauer. Ja, die hast du. Wald. Ja.
ein grünes im Pool, ein schwarzes durch die City, dabei gehe ich auf 14. Und eine Deed. Die darfst du leider nicht. Darfst du die haben? Uff. Doch, die darfst du tatsächlich haben, glaube ich. Darfst du die haben? Wie viele Handkarten hast du dann noch? Ich habe drei. Drei? Ja, dann hast du eine Deed. Dann gebe ich ab mit drei. Okay, dann untap. Abgib. Keine Effekte. Draw. Okay, das ist spannend. Das ist spannend. Dann lege ich mal die Insel, die du kennst. Und greif mal an für 4. Keine Blocks. Dann kriegst du 4. 10 Lebenspunkte. Das war dumm. Ja, doch, muss ich, glaube ich, machen. Disenchant für Deed. Dann zünde ich für 0. Dann zündest du für 0. Dann habe ich hier eine 4 drauf. Und dann bist du dran. Ein grünes im Pool. Dann opfere ich die Mauer für Kabeltherapie auf dich. Kabeltherapie auf mich. Ja, bitte. Dann Folge. Trifft Armageddon Insel. Armageddon Insel. Tja, wie mache ich das? Kurz überlegen. Weißt du, ob ich einen Landtropfen hatte? Du hattest wahrscheinlich. Nee, du hattest noch keinen Landtrop. Alles klar, genau. Doch, klar, bei dir hatte ich 3 Karten. Das ist die 4. Den geopfert. Okay. Dann für ein grünes und ein schwarzes ein Smother auf dein Real. Dann kommt ein Lava Waste hinterher. Ich gehe auf 9 und spiele ein Barlot. Und gebe mit einer Handkarte ab. Dann mache ich mir ein Damage. Und lass die Dryade von neuem groß werden. Alles dann klar. Du. Und Draw. Dann hier mal sicherheitshalber so eine Kabeltherapie auf der Armageddon. So soll es sein. So, die Dryade kann gleich 4 groß werden. Das heißt, einmal würde ich so komplett angefahren für 6. Ja. 11. Dann habe ich 2 Damage bei dir vergessen, natürlich die Cities wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann gehe ich mit einer Karte ab. Okay, dann ziehe ich mal. Dann gebe ich mit einer Handkarte ab. Draw. Dann spiele ich eine Kabeltherapie. Ja. Und sag mal, machst du einen Treffer. Ah, Tatsache. Das ist ja nicht. Und dann das gleiche spiele ich eben für 6. Ja, 5. Und dann bist du dran. Dann ist tatsächlich schon wieder dein Zug. So.
Angriff mit den beiden. Angriff mit den beiden. Okay. Dann würde ich mal einen Damage nehmen, auf 4 gehen und ein Schwert für den Balut haben. Würde ich in die Spots opfern und auf 13 gehen. Und dann kriege ich noch mal 2. Ist auch 2, ne? Ja. Dann noch eine City, ich gehe auf 11 und spiele Balut. Und dann bist du dran. Dann brauche ich jetzt was. Okay. Psychedoc. Oh ja. Dann du. Untap, draw. Uiuiui. Blast zu leeren. Ja. Spiele ich mal für einen Schaden. Hier auf 10. Und dann bist du dran. Okay. Tja. Was macht man da jetzt? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 13. Du hast keine Handkarten oder eine? Keine. Okay. Vermutlich gucken wir uns dann erstmal ein bisschen an. Du bist dran. Untap, draw. 1, 2, Chainers Elektrophie. Ah, der hat Schwung. Chainers Edikt auf mich. Dann muss ich noch ein Damage nehmen und muss mal den. Der ist dann 4. Kriege ich den jetzt noch mal groß? Na, das kann man ja erstmal sehen. Ich tappe erstmal deinen Balut. Alles klar. Zieh dann eine Karte. Der kriegt eine 3. Dann ist der schon bei 4. Dann muss der. Wie viel? 7 kostet das zum Flashbacken, ne? Ja. Ha. Aber du hast da auch noch so ein Baumwipfeldorf. Auch das ist nicht so gut. Die Factory, ne? Meine ich ja. Ja, dann bleibt erstmal der dicke Mann hier liegen. Okay, du hast keinen Mana Pool gerade, ne? Ich habe keinen Mana im Pool, nein, aber eine Handkarte. Jetzt kann es sein. Ich mache Flashback Kabeltherapie auf dich. Und sag mal Gasch. Leider nur eine Insel getroffen. Eieiei. Dann aktiviere ich mal die Factory. Und haust mich kaputt. Das klappt. Oh, und da kommt die Dryade. Alter, da kommen wir echt gut ins Schwitzen gegen dein Deck. Ja. Das ist schon gut, aber manchmal ist es auch nicht gut. Ja, aber war schon echt immer kritisch. Wir können aber zeigen, wie wir gebaut haben, falls du Lust hast. Können wir machen. Veröffentliche ich ja eh immer Warte. erst nach der Dings, nach der Ja, guten ich muss gerade. Phase. Oh Gott, kommt mal her. Ich habe gebordet. 2, 4, 5 Handkarten. 2, 4, 5 Karten. Und zwar. Nee, gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das hier war es, glaube ich. Genau. Diese 5 sind rausgegangen. Zwei Fire and Ice, zwei Peak und ein Disenchant. Nee, warte, das Disenchant? Nee, das war noch drin. Oh, das war clever. Ich habe das, was Main Deck ist, habe ich rausgebordet und das, was im Sideboard ist, habe ich reingebordet. Okay, also virtuell waren es 4 Karten, die ich gebordet Ja. habe. So, und jetzt muss ich gucken, was es war. Gott. Jetzt bin ich verwirrt. Ein Krypt, zwei Krypt,
für etwaige Shenanigans, die du da mit deinem Kram so Ja. quatschig machst. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut leisten, so viele Karten wie du ziehst, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Dass ich das die Liste umgestellt habe, habe ich es gerade nicht mehr so im Blick. Da ist noch ein Schwert. Da ist noch. Ah, okay. Ich hatte ein Disenchant noch dazu reingebordet und hatte noch ein zweites Schwert reingebordet. Ja, So das habe ich es, ist sehr glaube ich, gut. gemacht. So habe ich das gemacht. Genau. Und dann habe ich quasi Main Deck zwei Schwerter, zwei Disenchant und die beiden Krypte gehabt. Die beiden Peak rausgetan, weil ich wusste, worum es geht. Zwei Fire rausgetan, ja, weil die jetzt nicht den Rieseneffekt haben. Ja, das sieht auch solide aus.